Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jacked Aliens 3. Ja, in der letzten Folge sind wir mit ein bisschen Ach und Krach, sage ich mal, nach hier gekommen, auch wenn ich hin und wieder mal das Falsche gedrückt habe. Und wir haben gesagt, dass wir jetzt in dieser Folge zur nächsten Position reisen werden. Das heißt... Copy that! Bist du sicher, dass du befehligt... Nee, nicht abbrechen. Ich glaube, ich habe einmal zu viel geklickt oder zu schnell. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall reisen wir jetzt erstmal dorthin. Und kämpfen. So, Jungs. Ready to, do stuff. Jetzt werde ich mal eben schauen. Hier Get oben the lead out, people. Niemanden. Das war jetzt ein Dorfbewohner, ne? Ja, okay. Geht schon mal ein bisschen follow in me. Niedrigere Position. You. Nope, that's fine. Are you commandos, like in the movies, coming to shoot those Legion bandits? Genau. The village is full of them. They shot Tine and took Hemen, and I decided to sneak away. But there are more of them here. You will sneak up on them and shoot them, right? Also, du hast einige Informationen zu diesem Sektor gesammelt. Drücke die Null-Taste, um die Übersichtskamera zu aktivieren und die Infos zu inspizieren. Die Null-Taste nimmt er nicht, oder meint er die O-Taste? Wahrscheinlich die O-Taste. Das heißt jetzt was? Hintere Route? Feinde? Verstecktes Lager. Ah, das ist natürlich cool. Okay. Verstecktes Lager. Da unten sind Feinde. Also, wenn es irgendwie geht, sollte ich mich wahrscheinlich erstmal da oben hin... Kann ich nochmal O drücken? Ja. Da oben hin schleichen. Wo sind die denn jetzt? Hier. Let's go. Meine aber, die hätten auch sure. irgendwo Medikamente beim letzten Mal gefunden. We're on our way. I can't be sure, but that might be something interesting. Right? Ah, da. Okay, das ist schon mal gut. Let's take all Glavny. Okay. Es soll wohl, genau, Truppvorräte. Dann schmeiße ich das hier in die Truppvorräte rein. We're moving? We're moving. This is bad. More opponent means more work. Mit dem Schleichen zu beginnen. Schleichmodus. I was never good at hide and seek. Quietly? Like this? Moment. Kräuter. Kräuter. I will try to remain hidden. Ich versuch's jetzt mal komplett anders. It is a shame they will not be able to watch me move. Als beim letzten Mal, ja, wo es halt nicht so günstig gelaufen ist. Achso, das ist der Rückzug. Nee, den wollen wir jetzt natürlich nicht. Quiet as a church mouse. So, Moment, die Feinde waren, glaube ich. Die Feinde sind da schon. Ich leg euch mal komplett flach hin. Da ist ein Feind. Die Frage ist jetzt natürlich, der wird mich wahrscheinlich entdecken, wenn ich da hochkomme. Moment, wo ist Maus? Quiet as a church mouse. Aber der andere sieht mich dann, ne? Not a problem for a mouse. Ah, ich bin mir nicht sicher. Na, geh wieder woanders hin.
a church mouse. Okay, ich sehe schon. Also, das, was ich gedacht hatte, klappt nicht so einfach, weil ich da nach unten müsste. Eigentlich müsste ich von hier aus ran, aber von hier aus kann ich nicht richtig ran. Kann ich das mit O immer noch machen? Feinde? Feinde? Also immer noch mehr Feinde. So, die große Frage ist jetzt... Naja, gut, wir müssen die halt angreifen, ne? Boah. Aber ob die das so... Ich würde gerne mit ihr so hinterrücks angreifen. Ich weiß aber nicht, ob das besser ist, wenn ich dann erstmal schleiche. Moment, hier ist einer. Not a problem for a mouse. Ich schau mal eben. Quiet as a church mouse. Ach doch, da ist noch ein zweiter. Ah. Wieso sehe ich den jetzt nicht mehr? Jetzt sehe ich den wieder. Das ist so komisch irgendwie, dass die dann plötzlich weg sind. Mich würde auch mal interessieren, wenn ich hier drin bin. Bin ich dann im Unsichtbarkeitsmodus? Not a problem for a mouse. Quiet as a church mouse. What is taking Bastian's boy so long? I think I heard more gunshots. They were supposed to just sneak past the guards and kidnap the bitch. Take it easy. They probably sneaked in, then shot them. Then I guess maybe they shot some more of them or shot them again, just to be sure. What if someone sneaks up on us just like that? Never happen. We are way too smart for that. Na, hoffentlich nicht. As long as there isn't a cat nearby, I should be able to get away with this. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so günstig ist, dass ich jetzt mit ihr angreife. Na gut, hier hinten kann ich den sowieso nicht erwischen. Ich muss wirklich da Heimliches töten. Das würde ich nämlich gerne machen. Jetzt kann ich nicht in den Kopf. Da soll man nach links wieder gehen hier. Geh mal wieder nach links. Da warst du eben auch schon. Nein, jetzt ist er weg, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Dein Ernst? Ist das jetzt dein fucking Ernst? Come on, Mouse. You can do it. Ach, ich hab nicht... Ah, ja, ja, ja. Ach so, der hätte mich gar nicht... Oh, das war jetzt doof. Okay, ich muss halt noch einiges lernen an diesem Spiel, ne? Keeping it quiet. Das Problem ist, der muss jetzt natürlich irgendwo hin. Running silent. Och, jetzt kann er sich da nicht mehr. I will try to remain hidden. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, das war jetzt der. Ja, das war jetzt der Sunny. Das war jetzt doof, dass ich den da hingesetzt habe. Wow. Be quiet now! Alright, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. Wieso habe ich hier... Keine Ahnung, was das jetzt für ein Zeichen ist, aber ich glaube, das waren jetzt alle. Ja, das war jetzt wirklich doof, was ich gemacht habe.
Damn you, that hurt! Lasst meine Maus in Ruhe! You regret facing the Legion now, yes? Hallo? I should be working out. Was war denn das gerade? Hat er sich jetzt selber direkt gewehrt oder was? Wie zu wenig AP. Den habe ich ja noch nicht mal benutzt. Was soll denn das? Einzelschuss, freies Zielen. Ein unbewaffneter Angriff, der den Feind durch die Luft schleudert und erheblichen Schaden an Objekten. Die Genauigkeit basiert auf der Kraft. Wie konnte ich das jetzt hier nochmal umstellen? Damit, ne? Probieren wir mal aus. Habe ich noch nie gemacht. Ah! I have no cover here! Ja, okay, zu wenig AP. Umrin hier, Glavny. Die Frage ist jetzt, kriege ich den angeschossen? Wenn ich da bin? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Da, Glavny. So, jetzt sag mir bitte, du hast noch genug. Stand resolute. That's how we do it. So zieht man das durch, genau. Ja. Yeah. So, ihn kann ich noch bewegen. Das heißt, ihn bewege ich jetzt mal nach. You got it. Hier. Get ready to scratch one, buttwad. Na, ja, sagen wir Oberkörper. Selbst den trifft er nicht. Es war ja klar. Und er kann jetzt auch nicht runter. I should be working out. Ja, wart alles. Nee, sie war noch nicht. Ja, aber sie kriegt es ja irgendwie nicht hin, den zu treffen. Ich weiß auch nicht. Ach so, sie kann was verbinden. Wähle die Einheit aus. Ja, sich selber. Wie lange dauert das jetzt? Ich warte mal eben so lange. Ist aber wahrscheinlich jetzt ein kompletten Zug, dass ich nichts machen kann, nehme ich mal an, ne? Oder? Verbinden, unterbrechen. Ich will es ja eigentlich nicht unterbrechen. Ich will ja, dass sie weitermacht. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich jetzt nicht einfach warten kann und dann einen Zug machen kann. Deswegen werde ich jetzt mal den Zug abbrechen. Wenn du dich so selten dämlich da am Verbinden bist. Bad. Now we have to work. Nein! Alter, ernsthaft. Das ist nicht dein Ernst. Wieso kann ich den hier zum Beispiel schon wieder nicht benutzen? Ich will den hier hinten auch wegstellen. Ah. Das ist der... Eigentlich der Scharfschütze. Umrin hier, Glavny. Du sollst nicht schlafen, du sollst dich bewegen. Aber du sollst dich dahin bewegen, wo ich dich haben will und nirgendwo anders. Maybe a good place to take nap? Ja, nicht wirklich. Du liegst ganz offen und kannst da nicht wirklich zielen, weil du jetzt keine AP mehr hast, aber... I should be working out. Anders kriegen sie es ja offenbar nicht hin, deswegen... Mal den mal hier hin. Just hold still, damn you!
Problem ist, der kriegt von da keinen freien Schuss. We should all be flexing our muscles. I got this one. Ten of you shall fall for every one of us. Grizzly Alles here. Gut, Kleiner. So. Ja. Ich kann nichts mehr machen. Shoot! Drive these foreigners back where they came from. Hallo? Stung. That's not bad. I knew I shouldn't have come back. Should have listened to Margaret. Become a puppeteer. Puppenspielerin. Ja, wenn ihr sonst keine Probleme habt, kein Thema. Puppenspielerin. Hallo. So, Moment. Den setzen wir jetzt erstmal noch da. Du warst aber jetzt der, der eine höhere Trefferquote hat. Na, ich mach mal. Ich muss ja. I have no cover here. Das Problem ist der. Soll sich jetzt eigentlich auch auf den hier stürzen, aber der hat dann keine. Nicht mehr genug, wenn er dahin ruppt, ne? Ich hoffe, dass das noch drin ist. This will be pie. Michael here. Ja, du solltest eigentlich zu. Obwohl das geht. Moment. Oder auch nicht. Kann ich hier? Ja, doch. Going there? You mean right now? Ja. Aber ich kann sie jetzt nicht. Moment, geht das denn hier drüber noch? Nee, es ist jetzt ausgeschaltet. Ich hätte sie jetzt natürlich gerne verarztet. Haben wir noch irgendeinen Schritt, der sich jetzt alle bewegt, oder? Ja. Ah ne, er ist noch nicht. So kann ich ihn denn nicht hier eins weiter wegsetzen? Der hat da ganz, ganz schlechtes Schussfeld. Doch, ich kann mich aber. Theoretisch. So. Got him right where I want him. Nein, ich kann nicht wieder zurück. Ja. Ich glaube, mehr kann ich nicht machen. Colin, time of death is. Damn, watch broke. I can't help feeling there was more I could have done. You won't break our spirits. Darf ich jetzt wieder was machen? Got a nice clean shot from here. Stand resolute. Na, endlich. Like it hurt, oh. Or maybe not. Okay. Maus plündern. Oh mein Gott. MD present. Let's see what we found. We could always use more meds. So. Also, wenn wir Maus schon plündern müssen. Kann ich nicht in die Truppenvorräte reinmachen. Warum nicht? Erste Hilfekasten. Wie heißt er denn jetzt? MD. Kann ich das in seinen reinmachen? Na, immerhin etwas. Würde ich sagen, dass ich die Pistole dann auch da rein tue. Weil er hat. Er hat eine Pistole, aber.
Ja, egal. Machen wir mal so. So, jetzt ist das große Problem. Ah. Der kann ihn natürlich jetzt nicht direkt... wieso unerreichbar? Wieso kann er nur so wenig? Eine Verletzung? Unbedingt hier, Glavny. Weil der kann... Der kann ziemlich weit. Die Frage ist nur... ja. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Das Problem ist, eigentlich muss er sich ja jetzt weiter nach vorne bewegen. What's the word? Hä, wieso kann er sich nicht bewegen? Hallo? Mit dir habe ich noch gar nichts gemacht. Wieso darfst du dich Michael nicht here. Bewegen? I am awake, Glavny, but hungry. Aber er ist hungrig. Na gut. Charge! Show them our strength! If I take any more hits, I will die and be dead. Dann schieß zurück. This one will fall before me. Okay. Also den können wir schon mal gedanklich abschreiben, glaube ich. Wenn ich den nach da hinten bewege, kann ich wieder nichts machen. Die Munition verbraucht. Der hat doch gerade erst neue Munition bekommen. Hallo? Ach so. Okay, verstehe. Gonna make it. Hallo? Give my weights to Grizzly. Wollt ihr mich verarschen? Das ist so ein schlechter... Der war doch der Präzisionsschütze, ne? Oder ist das... Nee, das ist jetzt... ja doch. Das war der Präzisionsschütze. Das ist so ein schlechter Präzisionsschütze, dass der seinen eigenen Kameraden trifft. Hallo? Ich verstehe hier gar nichts mehr gerade. Ja, den kann ich nicht benutzen. Ich weiß nicht warum. Bis zum Ende des folgenden Zuges unkontrollierbar. Also nicht benutzbar wahrscheinlich. Der ist verletzt und am Boden und schafft es dann auch nicht mehr irgendwas zu machen. MD present. Ja, du verbindest dich am besten. Hoppala. Hallo? In voller Gesundheit. Ja, du sollst dich auch selber... Ach so, jetzt. Okay. What's the word? Kann ich ihn denn nochmal benutzen? Nee. Das heißt, ich habe quasi niemanden, mit dem ich jetzt wirklich nur was machen kann. Ja. Nur mit unserem super Schützen, der seinen eigenen Kameraden hier kaputt schießt. Also, sowas habe ich auch noch nie gehört oder gesehen, ganz ehrlich. Die Reichweite ist halt schlecht, ne? Das war jetzt dein Ernst, oder? Ich denke, der war schon tot. Jetzt schießt er zum zweiten Mal auf seinen toten, also beziehungsweise auf seinen vorher schon toten Kollegen. Hä? Okay, will do. Nein, das war der andere. Den hatte ich gerade ausgesucht. Sag mal, Leute. Ja, toll. Also ich kann nichts machen. I will take the fight to them. Außer mich erschießen lassen. Let the major see our courage. Das ist kein Mut, du Trottel. Du bist einfach feige. Figures. Wenn ich mich hier hinstelle... Nein! Oh, ich wollte nicht klicken, Mann. Ja, klar hast du jetzt zu wenig. Ich wollte ja auch nicht klicken. Ah ja, der ist tot. Ja. Der kann ja nichts machen. Der kriegt es nicht hin, sich irgendwo hinzustellen.
wo er ihn noch treffen kann. Super. Ja, plündern. Das ist geil. Dann plünder du einfach mal. Stabsgranaten. Zack. Dann halt nicht. Grizzly. Was hat bei ihm rein? Get ready to scratch one, Buttwad. Haben wir nur das Messer, ne? Was ist denn mit dem Messer? Sind leise und tödlich. Ihr Schaden steigt mit dem Kraftwert. Nahkampfwaffen. Von einer Nahkampfwaffe getroffene Feinde, ungeschützt, verlieren Deckungsvorteile. Hat der Halsbereich angegriffen. Moment. Wie unerreichbar. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Es ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, leg dich schon mal hin, damit der Kerl dich abknallen kann. Also... Umrin hier, Glavny. Lad mal nach. Du bist ja so super toll als Scharfschütze. Oh je, oh je, oh je. Ja. Let's make her see my courage! Wieso blutet der? Ich denke, der ist tot. I guess I wasn't cut out for this shit. Mach ihn platt. Und dann schießt er ihn noch nicht mal an, ey. Es ist doch nicht normal. Wenn ich doch rasend bin, dann will ich doch meinen Gegner töten und nicht hier irgendwie... Und ich dachte, der hier ist schon tot. Mann. Warum hat dieser Idiot jetzt zweimal auf seinen Kumpel geschossen? Ich verstehe es nicht. Ja. So, pass auf. Der liegt jetzt 5 Meter neben ihm, ja? Wenn er den jetzt nochmal trifft, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich höre mit dem Spiel auf. Das ist doch nicht normal, ganz ehrlich. Den kann ich nicht benutzen, obwohl der direkt vor ihm steht. Das heißt, der wird jetzt auch sterben, weil er so blöd ist und rasend ist. Das ist alles ein schlechter Scherz hier gerade. Okay, kann nichts machen. Forward for the Legion! Ja, versteck dich noch weiter irgendwo im Dschungel. We haven't dealt with all of them yet. Nobody get careless. Werdet nicht unvorsichtig, ja. Stay all, Glavny. Das ist dein Ernst? Oh Gott. Gut, probieren wir das mal hier rein zu tun. Nee, Waffen kann man anscheinend nicht da rein tun. Ich weiß nicht warum. Achso, kann ich aber zu den anderen rein tun. Okay. So. Ich kann das jetzt gerade irgendwie nur als Witz ansehen. Also, Operation darf ich... Ach, ich drücke schon wieder die falsche Taste. Operation darf ich nicht machen. Das heißt, ihm helfen darf ich auch nicht. Also sprich, ihn heilen. Roger. I am awake, Glavny, but hungry. Das ist echt nicht euer Ernst hier. Also, hier sind auch nochmal Feinde. Wir haben auch nichts zwischendurch, wo wir jetzt irgendwie sagen könnten... Verstecktes Lager ist leer. Da kommen wir auch nicht weiter. Und hier ist auch nichts, wo wir jetzt sagen könnten, da könnten wir jetzt noch irgendwas holen. Nö. Ja, Jungs. Oder eigentlich haben wir ja nur noch einen. Moment, können wir dich? Dich können wir jetzt auch nicht hochbringen, ne? I am awake, Glavny, but hungry. Ja.
Ich würde sagen, zieht euch mal zurück. Oh je. Möchtest du die folgenden Söldner zurückziehen? Ja. Unbedingt hier, Glavny. Definitiv erstmal. War ja ein voller Erfolg auf der ganzen Linie. Ich weiß nicht, warum dieses Spiel so schwer sein soll. Wir kriechen jetzt einfach mal in Richtung Freiheit zurück. Du darfst doch gerne aufstehen. Ach, jetzt kann ich es endlich. Oh, sehr schön. Ja. Moment. Hä? Die sollten sich zurückziehen. Also nach da und nicht nach da. I smell something interesting in Sector Glavny. Perhaps there is good food there. Okay. Satellitenansicht der Erholung. Einige deiner Söldner sind müde und benötigen Ruhe. Müden Söldnern stehen im Kampf weniger AP zur Verfügung. Verausgaben sich weiter, sind sie irgendwann erschöpft. Untätige Söldner ruhen sich automatisch aus, wenn die Zeit in der Satellitenansicht weiterläuft. Somit ist die einfachste Methode, um eine Ruhepause zu starten, das Reisen anzuhalten und zu warten, bis sich deine müden und erschöpften Söldner erholt haben. Wenn du in einer befreundeten Stadt bist und etwas Geld auf der hohen Kante hast, kannst du eine Erholungs- und Entspannungsoperation starten, um für etwas aktive Erholung und Unterhaltung zu sorgen. Deine Söldner werden sich danach im Kampf besser schlagen. Machen wir doch gerne. Was war mit den Verbänden? Was? Okay. Operationen kann ich gerade nichts machen, außer Gebiet ausspähen. Aber naja, gut, da haben wir jetzt auch keinen für. Ja, wie ihr seht, ist es jetzt auch nicht viel besser gelaufen als in meiner original ersten Runde. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe es zumindest überlebt mit zwei Leuten bisher. Ich habe noch nicht alles gemacht, aber ich habe es zumindest mit zwei Leuten bisher überlebt. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob wir die jetzt eigentlich... ach, sind nur noch zwei Stück da? Ob wir die tatsächlich hätten angreifen müssen oder nur vielleicht irgendwie was ausspionieren? Ich meine, gut, hier erobere das Dorf zurück, das ist schon logisch. Da hätten wir die auf jeden Fall angreifen müssen. Ist von der Legion besetzt. Trupps durchschalten. Mehrere Trupps? Ach du Schande, okay, deswegen ist das auch wahrscheinlich das Schwierigste hier. Ja, ich würde aber dennoch sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich bin ganz ehrlich, ich hab's entweder noch nicht ganz durchschaut oder ich war halt auf wenig vorbereitet, was so passieren kann. Weil ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass einer der zu 89%, also mit 89%iger Sicherheit, so wie ich das gelesen hatte, ein Scharfschütze ist, dass der es nicht hinkriegt, an seinen eigenen Kameraden vorbeizuschießen, der auf dem Boden liegt, und jemanden zu treffen, der aufrecht stehend neben einem Baum steht. Also, ja. Ich persönlich finde das Ganze extremst unlogisch und ich kenne halt auch eben nur diese ganzen Sachen, wenn das ein Scharfschütze ist, der schießt dann, wenn er wirklich denkt, dass er hundertprozentig trifft. Und normalerweise, ich sag mal so zu 95% oder so, je nachdem wie weit die Entfernung ist, treffen diese Scharfschützen auch. Deswegen sind sie Scharfschützen. Ich habe vor vielen Jahren, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder so, habe ich auch immer wieder Scharfschütze in einem Kampfspiel gespielt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Da habe ich eigentlich nie daneben geschossen, weil ich wusste, ich drücke genau dann, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass der Schuss auch sitzen wird. Und dann schieße ich nicht zweimal auf den eigenen Kollegen. Also, naja. Ich fand es jetzt ziemlich unlogisch. Vielleicht seht ihr das anders. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Tipp für mich. Was ich schon rausgefunden habe, ist, dass wenn jemand, ich glaube, ermordet wird oder schwer verletzt wird, dass dann immer mindestens einer ist, der dann so kopflos in der Gegend herumläuft, sich gerne anschießen lässt, aber den man auch nicht benutzen kann, um andere anzuschießen. Ja, lasse ich mal so stehen. Ich meine, wenn das jetzt der Freund gewesen ist von ihm oder so, also irgendein Kumpel oder so,
dass man da ein bisschen kopflos wird, könnte ich noch nachvollziehen. Ja, aber das mit dem Scharfschützen, das fand ich persönlich jetzt ehrlich gesagt ziemlich drüber. So oder so, ich werde nicht aufgeben. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir noch einen neuen Versuch starten werden. Aber erst in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.